das war heute für uns nicht einfach. Wir haben ein Spiel gespielt völlig ohne Außenspieler. Das heißt, unsere Außen waren hier heute nicht da. Dazu hat mit Maurice Nolte unser Spielmacher gefehlt. Und dafür haben wir das gut gelöst. Wir hatten vor dem Gegner durchaus Respekt. Die haben in Söhre mit ihrer Mannschaft 46. Minute mit 6 Toren geführt. Am Ende nur mit 2 Toren verloren. Auch bei denen fehlte heute der ein oder andere. Das ist sicherlich relativ ausgeglichen war von den Perspektiven, die man hier hatte. Wir haben dann hier von Anfang an uns gesagt, wir müssen hier das Spiel diktieren. Wir müssen gleich zeigen, dass wir hier sind, dass es unser Heimspiel ist. Das haben wir dann auch gemacht. Ne? Und damit wurde es dann halt natürlich auch so ein bisschen wieder Eingliederungsspiel für die Spieler, die jetzt wiedergekommen sind. Sven Breetz, ne? Ich weiß nicht, der hat auch 7-8 Tore geworfen heute sicherlich. Und Jonathan Semisch, der sich wieder mal ein bisschen ranfassen konnte auf dem Kommen links, der auch ein gutes Spiel gemacht hat. Also insgesamt mit 8 Feldspielern und 2 Torhütern haben wir hier 29, 28, 27 keine Ahnung, gewonnen. Und ich denke, mit über 10 Toren zu gewinnen, ist dann schon immer eine ganz gute Leistung. Und dazu konnte ich der Mannschaft eben gratulieren. Ne, René hat gut gehalten. Wir haben den Angriff von denen unter 30 Tore gehalten. Das spricht auch für unsere Abwehrleistung. Und man kann Julius Bausch loben, der hier sich bis nach Meppen den Arsch aufgerissen hat und dafür gesorgt hat, dass wir hier viele Ballgewinne hatten und die Dinger auch vorne ins Tor geworfen hat.